Einen wunderschönen. Hier ist Krone SK und ich heiße euch herzlich willkommen zu 5 Horror-, Katastrophen- und oder Kriminalfilmen, die auf einer wahren Begebenheit basieren. Nachdem das Video zu dem Film Veronica ziemlich gut bei euch ankam, gibt es heute eine kleine Auflistung solcher Filme, für die sich ein einzelnes Video jeweils nicht lohnen würde. Fangen wir an. Im Film Blackwater ziehen 3 Großstädter zu einem Angelausflug in ein südaustralisches Sumpfgebiet. Dort kentert ihr kleines Motorboot und die 3 sind gezwungen, sich auf einen Baum zu retten, da im Sumpf eine riesige Kreatur auf sie lauert. Dieser Film basiert auf einer Begebenheit vom Dezember 2003. Ashley McGough, Brad Mann und Sean Blowers wollten ihre neuen Quads am Ufer des Finnis River ausprobieren. Brad Mann erlitt dabei einen Unfall und wurde von der Strömung des Flusses mitgerissen. Seine Freunde sprangen in den Fluss, um ihn zu retten, wurden aber ebenfalls von der Strömung mitgerissen. Als die Strömung etwas nachließ, entdeckten die 3 ein etwa 4 Meter großes Krokodil, welches sie bereits ins Visier genommen hat. Brad Mann wurde von dem Krokodil getötet und gefressen, während die anderen beiden sich auf einen Baum retten konnten. Dort warteten sie insgesamt 22 Stunden, bis sie schließlich gerettet wurden. Denn das Krokodil wartete unten am Baum schon auf sie. In 127 Hours bricht Aaron Ralston zu einer Klettertour in den Blue John Canyon auf. Durch einen kleinen Fehler stürzt er in einen tiefen Felsspalt und überlebt wie durch ein Wunder. Jedoch wird sein rechter Arm von einem Felsbrocken eingeklemmt. Da keine Hoffnung besteht, dass ihn dort jemand finden könnte, beginnt für ihn ein gnadenloser Überlebenskampf. Dieser Film basiert auf den Erlebnissen des echten Aaron Ralston. Der Extremsportler hatte am 25. April 2003 einen Unfall im Blue John Canyon, in dessen Verlauf sein Arm von einem großen Felsen eingeklemmt wurde. 127 Stunden lang versuchte er, sich irgendwie zu befreien, doch es schien vergebens. Schließlich schnitt er sich aus lauter Verzweiflung mit einem stumpfen Taschenmesser den Arm ab. Aaron Ralston zeichnete seine Erlebnisse mit einem Camcorder auf. Jedoch sind die Aufnahmen der Öffentlichkeit nicht zugänglich. In Sanctum tauchen einige Taucher in ein Höhlensystem. Plötzlich stürzt der Höhleneingang ein und die Taucher sind gezwungen, einen anderen Ausgang zu suchen. Nach und nach sterben die Taucher bei dem Versuch, den Höhlen zu entkommen. Sanctum basiert auf den Erlebnissen von Andrew White und seinen Expeditionskollegen. Sie unternahmen einen Höhlentauchgang. Und durch ein Unwetter stürzte plötzlich der Eingang ein. So machten sie sich auf die Suche nach einem anderen Ausgang. Im Gegensatz zum Film überlebten aber alle Expeditionsteilnehmer. Sie empfanden es zwar als großes Abenteuer und auch als gefährlich, hatten jedoch bei der Suche nach einem Ausgang keine allzu großen Schwierigkeiten. Liz Hunter, Christy Earl und Ben Mitchell reisen in Wolf Creek als Rucksacktouristen durch Australien. Eines Abends springt ihr Auto plötzlich nicht mehr an, weshalb ein Weiterkommen beinahe unmöglich scheint. Ein Einheimischer namens Mick Taylor bietet den 3 ihre Hilfe an, die 3 dann auch annehmen.
Doch das stellt sich bald als großer Fehler heraus. Der Film an sich ist recht frei interpretiert nach einem echten Fall. In den 1990er Jahren trieb in den Wäldern um Sydney ein Serienmörder sein Unwesen. Dieser trug den Namen Ivan Milat und hat mindestens 7 Menschen getötet. 1996 wurde er schließlich geschnappt und wegen 7-fachen Mordes verurteilt. Zwar bezieht sich der Film auf keinen speziellen Mord von Milat, doch war seine Vorgehensweise ähnlich dem Verhalten von Mick Taylor im Film. In Open Water verbringen Daniel und Susan ihren Urlaub auf einer nicht namentlich genannten tropischen Insel. Schließlich wollen sie sich ihren sehnlichsten Traum erfüllen und tauchen gehen. Doch etwas geht schief, denn sie werden von ihrer Tauchgruppe mitten im Meer einfach vergessen. Die beiden treiben nun hilflos auf dem offenen Meer umher. Bald schon ziehen sie die Aufmerksamkeit von Haien auf sich. Dieser Film beruht auf einem tatsächlichen Ereignis, wobei man nicht sagen kann, was auf dem Meer wirklich mit den beiden passiert ist. Jedoch bemerkte eine Tauchergruppe am 27. Januar 1998 das Verschwinden von Tom und Eileen Lonergan. Diese wurden 2 Tage zuvor mitten auf dem Meer zurückgelassen, da beim Durchzählen der Mitglieder ein Fehler passiert war. Natürlich suchte die Küstenwache nach den beiden, doch diese waren wie vom Erdboden verschluckt. Einige Wochen später fand man am Strand einen Taucheranzug, der eindeutig einem der beiden zugeordnet werden konnte. Was aber nun wirklich auf dem Meer mit ihnen passiert ist, lässt sich natürlich nicht mehr herausfinden. Und das waren 5 Horror-, Katastrophen- und/oder Kriminalfilme, die auf einer wahren Begebenheit basieren. Wenn ich noch mehr Filme finde, für die sich ein ganzes Video jeweils nicht lohnt, dann kommt noch solch eine Liste. Ansonsten könnt ihr euch in nächster Zeit auf die Hintergrundgeschichte zu dem Film An American Crime freuen. Ich hoffe aber, dass euch dieses Video hier erst einmal gefallen hat. Folgt mir gerne auch bei Facebook, Instagram und/oder Telegram. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, was auch immer. Euer Krone SK, bis zum nächsten Mal.